Hallo vom Campus Sursee. Hier findet die Blodo-Tagung statt. Proklima TV ist auch dabei, nimmt alle Vorträge auf und fragt ein bisschen nach, was so interessant ist. Und bleibt einfach dabei. Hier bin ich jetzt am Proklima-Stand. Neben mir ist Christian Schneuli, Proklima-Außendienst in der Schweiz. Vorher haben ja ein paar Leute dich hier an diesem Modell hier ganz viele Fragen gestellt. Was haben die denn gefragt und warum habt ihr genau dieses Modell dabei hier? Also, hallo. Dieses Modell haben wir eigentlich dabei, weil wir das Modell so gemacht haben, dass wir grundsätzlich alles präsentieren können vom Proklima-Produkt, vor allem die wichtigsten, die gängigsten in der Schweiz. Und der vorherige Teilnehmer, der jetzt im Kurs ist, und war Bauphysiker und vom Berner Oberland. Und bei ihm ist sehr wichtig die Veldano. Mento die Veldano-Bahn, und weil sie eigentlich immer erhöhte Lage haben, ab 800 Meter, ist das bei ihm eigentlich das wichtigste Thema. Okay, dann vielen Dank und nochmal viel Spaß, und wir schauen hier einfach mal weiter. Meine Kollegin Lorraine Guiton ist auch beim Blodo-Symposium. Warum bist du hier? Also um mich, um den Laufenden zu halten. Das ist immer interessant auch zu wissen, was in der Schweiz läuft. Und so viele Kongresse gibt es auch nicht in Frankreich zurzeit. Also für mich ist es eine super Möglichkeit, einfach wirklich was zu lernen. Und ja. In der Mittagspause habe ich Rudi Zahler getroffen, ein Architekt, extra angereist. Aus woher nochmal? Aus Reichenbach im Berner Oberland. Genau, du bist da mehr als eine Stunde hier angereist. Warum? Ja, weil es hier ein einzigartiges Seminar ist, eine Tagung, wo wir alle, welche mit der Gebäudehülle zu tun haben, uns weiterbilden und aktualisieren können, damit wir auf dem laufenden Stand sind. Okay, dann vielen Dank und weiterhin viel Spaß. Bitte. Hier wird schon nach der ISO 9972 gemessen, in Deutschland demnächst. Holger, wieso sollte ich mich damit beschäftigen? Weil durch die neue Norm ein paar Kleinigkeiten sich ändern, die natürlich auch wesentlich sind. Und wir schreiben ja immerhin, wir messen nach einer gewissen Norm. Die ganze Zeit war es die 13829, jetzt eben die. Und da sollte man natürlich auch wissen, was da drin steht. Gibt es radikale Veränderungen oder nur kleine Veränderungen? Ich denke, radikal ist dann nichts anders, weil die ISO 9972 auch schon mal da war, nämlich vor der 13829, also vor 2000 war die auch schon mal die eigentliche Messnorm. Und deswegen sind nur einige Kleinigkeiten verändert, zum Beispiel was Windgeschwindigkeit anbelangt und so weiter, eine kleine Änderung, oder auch was die Leckagen anbelangt. Aber im Großen und Ganzen bleibt es gleich. Und dieser Mensch hier zeichnet die ganzen Vorträge auf, damit Sie das alles sehen können, falls Sie nicht da sind. Und Berthold, warum machst du das? Ja, wegen Nachhaltigkeit. Also, was hat jetzt Film mit Nachhaltigkeit zu tun? Ja, hallo, hier sind 65 Leute, ja, und die Vorträge und so weiter und so fort werden hier gehalten. Also es ist auch viel sinnvoller, wenn noch viel mehr Menschen die Vorträge angucken können, die heute leider nicht da sein können. Und für die Ewigkeit ist das ja auch mal ganz gut. Alle Fotos, Vorträge und Nachberichte finden Sie auf den Plattformen des Thermografieverbands Schweiz, TECH. Das heißt, ich muss gar nichts drüber wissen? Doch. Also Videos macht Sinn, das heißt, ich bin voll sinnvoll, was ich hier mache. Merkt euch das gefälligst!